Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu From Dusk Till Casa Bonita. Ich habe dich nicht vergessen, liebe Pinata. Bams. Was haben wir hier? Der Kelch von Posua? Was? Das war alles? Blade DVDs. Reden der Transformation Spielset. Alter. Hey, halt! Noch irgendwas, was wir weggeiern können? Mikes Geburtstagsgästebuch. Lestat? Jetzt aber nicht Lestat the Lion Court, oder? Oh Gott. Dieser Kerl. Sonst noch irgendwas? This party bites. Dann kriegt sie einen Maulkorb, wenn sie beißt. Pfeifferschuss Drüsenfieber? Oh Gott. Spielhallentickets. Ihr werdet für eure Einmischung bezahlt. Ruf die Polizei. Jetzt habe ich aber Angst. Deine Mutter weichet. Ich meine, die weicht. Oh. Vielleicht brauchen wir ja wieder mal Kyle, den ollen Kerl. Jay loves M? Okay. Was zum Teufel? Ein Affenkopf? Ach, das ist von diesem einen Typen hier das Kostüm. Also Teil von seinem Kostüm und... Ja, hier sitzt er immer und, ja, wackelt sich, ich meine, verbringt seine Pausen. Ja, wie kommen wir jetzt genau hoch? Ich meine, von wo? Ich weiß jetzt nicht, ob man hier schon... Wo muss er stehen? Hä? Hä? Ja, wie, was... Hä? Ah. Okay, natürlich müsste ich dafür erstmal... Das war dumm. Wir brauchen ja Anlauf. Überraschung! Dein neuer Sidekick hier bekannt aus dem alternativen Universum! Oh. Mann, du Blödsack! Irgendwie war das Timing bei ihm anders. Was macht er überhaupt hier? So eine unfreundliche... Also, vielleicht musst du ja wo runterspringen, um höher zu kommen. Na gut, wenn du das sagst. Ich vertraue dir mal. Oh, oh Himmel. Hä? Verarscht er mich? Ah, okay. Aber hier komme ich nicht hoch wegen dem... Ja, genau. Dann machen wir mal den... Pausenfurz? Und jetzt können wir da hoch. Da ist nochmal so ein Affenkostüm. Diesmal das Ganze. Edgars Kleber. Okay. Was?
Alter, ihr verscheißert mich doch hier, oder? Das könnt ihr doch nicht... Er steht auf jeden Fall nirgends, wo ich ihn erreichen kann. Okay. Dann holen wir ihn nochmal. Das läuft ja super, abgesehen von meiner Höhenangst. Oh nein. Huch. Vielleicht von hier. Oh Mann, dass ich das vorschlage, aber wir sollten von dem Aufzug runterspringen. Aber das sieht so hoch aus. Er hat mich vorhin damit verwirrt, als er gemeint hat, vielleicht musst du ja erst irgendwo runterspringen. Hä? Hast du eine Kraft, die Aufzüge absenkt? Oh nein, der Abstand darüber ist, glaube ich, ein bisschen zu weit für mich. Wir können den Aufzug ist auch nicht... Ist da Chlor im Wasser? Meine Augen sind sehr empfindlich gegen Chlor. Ach, Mann. Wir müssen das Ding doch irgendwie absenken können. Oh. Dann machen wir es so. Oh Mann, warst du das? Ich will keinen Ärger deswegen kriegen. Okay, jetzt können wir runterspringen, aber sicher sieht mir das nicht weitersagen. Ich bin zwar ein menschlicher Drachen, aber ich komme nicht gut mit Höhen klar. Ach, hab mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Das läuft ja super, abgesehen von meiner Höhenangst. Oh Gott, oh Himmel. Dann nochmal hier. Oh nein. Oh, 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 oh. Geht doch. Oh, siehst du, du machst mal was gut. Skelettkostüm. Die Luft ist so dünn, ich kann kaum atmen. Wäre der Aufzug nicht kaputt gegangen, hätten wir mit ihm vielleicht höher springen können. Och, halt doch mal deine Fresse. Wenn du den Schaden doch nur ungeschehen machen könntest. Das kann ich, aber... Hey, Moment, genau. Wollen wir das echt tun? Ja, wollen wir. Huch. Na super! Wir haben es geschafft! Erzählst du Kyle von unserem Abenteuer? Mir glaubt er sowas nie. Ja, werde ich machen. Vielen Dank, Kyle, aus einem Human Kite aus einem alternativen Universum, Mensch. Das ist eine spannende Entwicklung. Ja gut, er heißt ja auch Kyle. Die Kunst des Mitmachtheaters. Superpilia. Ja, Menno, Alter. Gebrauchtes Öl. Laura? Und jetzt? Jetzt könnten wir die Leiter komplett dann benutzen. Andererseits, ja genau. Vielleicht ist ja da bei der ganzen Kostüme noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Scheiße. Ja, stimmt, das Wasser. Das müssen wir erstmal abdichten hier. Ich sehe auch nichts, womit ich das Wasser abdichten könnte. Whatever. Dann ist das halt so.
Oh Junge, das war unglaublich. Wir sind so ein gutes Superhelden-Team. Sag es jedem, den du kennst. Sorry deswegen, Wunderarsch. Aber er hat doch gut geholfen. Das muss man ihm echt mal lassen. Ohne ihn wären wir hier nicht weitergekommen. Wie Furzkur nach unten. Das läuft ja super, abgesehen von meiner Höhenangst. Oh Himmel. Und wieder am Anfang? Och nee. Das ist doch irgendwie weird. Gut, wir können jetzt komplett, wenn wir die Leiter wieder runterlassen, komplett hoch. Oh. Okay, mit einem kleinen Umweg. Gehst mal weg da. Kann man das Ding bis... Ja, so geht's natürlich dann auch. Ein Mariachi-Kostüm. Ich wusste doch, dass wir irgendwie sowas hier noch finden werden. Boah, wisst ihr was? Nein, nicht die Karte! Arriba! So. So mit O. Wie kommen wir jetzt aber weiter? Also da war es schon mal nicht. Warum zum Teufel zeigt ein Schild darüber? Ey, Moment mal. Das ist doch logisch. Das ist doch logisch. Och Gott. Manchmal kapiere ich die einfachsten Zeitfurzrätsel nicht. Jetzt verstehe ich. Wir ziehen das hier bis ganz rechts an die Seite und dann machen wir diesen Balken an der anderen Ecke hier kaputt. Oh Gott, wie konnte ich das so übersehen? So, da sind wir oben. Und hier haben wir noch was zum... Ja, ich denke, das wird nicht... Obwohl, wie viel haben wir? 18? Ja. Sonst haben wir ja hier nur Materialien. Okay. Karen, sie haben dir eingeredet, dass Vampire cool sind. Komm wieder zu dir. Die reden mir nichts ein. Die sind cool. Siehst du, sie will dabei sein. Warum lässt du uns nicht in Ruhe? Genug! Es endet hier! Ihr Narren! Ihr dachtet, mein Stiefsohn wäre der Obervampir. Dabei war ich es die ganze Zeit wie im Vampir-Klassiker The Lost Boys. Ziemlich cool, oder Mike? Ich verkleide mich als Kiefer Sutherland und sage, hey, ich bin der Obervampir. Ist doch ein cooler Geburtstag, oder Mike? Komm schon. Oh nein, Gott, dem ist das nicht selber peinlich. Ein Vampiren ist einfach nichts cool. Sie sind dumm wie Scheiße. Nein, es ist nicht dumm. Es ist eine richtig coole Party. Richtig, richtig cool. Also Schnauze. Siege den Obervampir, ja, okay. Wer will einen Witz hören? Geht James Woods in ein Kindermodengeschäft? Siehst du, Karen, ich sag doch, die sind weg. Ach ja, wär ich so lahm, hätte ich dann diese Blondierung? Ja? Ich krieg dich. James?
mit den Haaren. Nö. Das wird unterhaltsam. Oh ja, darauf kannst du Gift nehmen. Nehmen wir ihm doch gleich mal ein bisschen Abwehr weg. Du ärgerst uns. Ja, ich weiß. Los, ihr Poser. Den da oben kann ich im Moment leider nicht anzünden. Was machen wir denn jetzt? Eins von den Vampir-Kids? Ja, okay. Hauptsache zündeln. Das sag ich dem Obervampir. Der Obervampir steht auch hier und sieht das, du. Oh. Und zack. Doch! Du magst die Haare, oder Karen? Ja, ich mag blondierte Spitzen. Ich finde sie super cool. Hä? Hat er seine eigenen... Nein, die nicht Geburtstagsschwund, schon okay. Ach so, die Felder, die greifen Freund es und Feind so an. Viele von uns Vampiren. Ich bin die Nacht. Ah! Du mich auch. Verschwindet, Sterbliche. Oh Gott, aha. Wir könnten... Ja. Heilen wir sie doch mal. Oh nein, du bist noch nicht. Lass mich raten, du furzt gleich. Die kennt mich. Komm ich so weit? Jetzt bist du dran. Ja, genau. Was jetzt? Diese Party steckt voller Überraschung. Also Kenny kann noch entkommen. Du bist nur neidisch auf meine dunkle Macht. Oh ja, ich hab eine viel bessere Macht. Deswegen trete ich euch auch allen in den Arsch. Verzaubert, Karen. Sie sind Vampire. Ja. Zeig keine Schwäche. Und tot. Ich liebe Geburtstag. Nein, du lässt Henrietta leben. Du bist nicht dran. Okay, wir müssen die Spitzen mal wieder in Ordnung bringen. So. Trinkt, meine Kleinen. Wow, das sind ja Unmengen von Kindern. Soll ich jetzt Angst haben vor dem? Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Wo ist der Unterschied? Du bist doch selber ein Krebsgeschwür, Eric. Das ist ein Vampir, der blutet. Oh, scheiße. Scheiße. Wunderarsch ist gearscht. Und wir kriegen den vorher garantiert nicht down. Ich überlege mir gerade noch eine Strategie. Das sind meine Freunde! Vielleicht haben wir ja auch Glück. Dass ich euch alle hasse. Und Wunderarsch überlebt, wenn wir... Ne, Moment, hiermit kriegt er Schutz, oder? Vielleicht haben wir Glück und er überlebt. Hey, wir haben ein Vampir-Thema. Pentagramme sind lahm. Sprich mich nicht an. Oh Gott, diese Interaktion. Genieß den Tod. Mein Zug. Nein, Henrietta. Ach ja, wer ist jetzt lahm? Das tote Kind? Halt die Fresse. Doch einfach jemanden aus deiner eigenen doofen Subkultur. Schutzengel, hier soll auch nichts passieren. Nein! Ja, zum Glück, der Schutz hat gezogen. Wir sind jetzt zwar unterkühlt. Geht hin, Kindergarten-Vamps. Gottverdammt.
Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Dann lassen wir Eric mal wieder glänzen. Hey, er darf auch mal. Rutsch dich auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Als nächstes verlierst du deine Armsocken. Armsocken. Es sind immer noch Stulpen, Kenny. Du brauchst es dringender. Wir holen Henrietta jetzt zurück und die beschwört einmal Moses. Ich kann echt nicht. So. Halt, nein! Ich hab das mit dem Macaroni-Bild verwechselt. Sag mal, ich hab echt was an den Augen, wa? Wow, niemand? Okay. Schau, noch mehr kleine Vamps! Wer? Aber gern! Oh, Mann. Am Start. Wie sieht's denn jetzt bei... Ja, bis auf Kenny sind wir ja auch alle voll. Nee, wir hauen dir so in die Fresse. Ja. Tu mir lieber eine Soppe Bier auf die Wunde. Versuch's nicht allzu sehr. Wir haben ja jetzt mehr Angriff. Vielleicht könnte Henrietta ihm vorher wieder Schutz geben. Hör auf, die sind nett zu mir. Aber sie sind böse zu uns. Dürfen die das? Die schlafen nur, alles okay. Ja, die schlafen nur, alles klar. Ich bin in höheren Mächten. Wie Wunderarsch sie ansmilet. Verstärkt den Kuhn, nicht den Wunderarsch. Halt die Fresse, Kuhn. Ach nee. Wir lassen das mal geschehen. Kenny kann das ab. Ah. Blute weiter. Ach ja? Jetzt wird's lustig. Ja, und wie lustig das wird. Weil ich merke schon, die Vamp-Kids, die holt er ja auch immer wieder nach. Eigentlich könnten wir eventuell sogar sehr schnell gewinnen, wenn wir uns anstrengen. Die Gesellschaft hat dich echt verkorkst, cool. Ja, wo sie recht hat. Ich mag deine Raserei. Ja. Jetzt ist so die Frage, tötet er sie alle damit? Das wäre dann nicht unbedingt... Ja... Ist mir zu riskant. Na gut, wir geben Cartman auch mal Schutz. Ich komm dafür in die Hölle. Oh, du kommst noch ganz woanders hin, du. Geister, Kenny. Diese Nacht wird euer Ende sein. Hey, Kackvampire. Genau, Kackvampire. Na? Ich hätte den Tabasco nicht trinken sollen. Oh nein. Feuer reinigt. Naja. Wir polieren ihm jetzt trotzdem die Fresse. Sie tun mir fast leid. Jetzt endet der Rest deines Lebens. Genau. Ausgerechnet der Kuhn macht den letzten Schlag. Unmenschlicher Vokuhila. So, nu?
Was ist das, oder? Du hast ein Kind angefasst. Das ist Paragraph 13. Oder wie wir es auf dem Revier nennen, ein James Woods. Ha, wir haben immer noch Spaß, was? Alter, niemand hier hat Spaß. Doch, haben wir, du Dreckskind. Amüsierst du dich, meine Alter. Kleine? Hab ich, aber jetzt sind alle so gemein. Ha, siehst du? Sie hat keinen Spaß. Es ist vorbei, gib auf. Oh nein, ich habe noch eine Überraschung für das Geburtstagskind und die ist super cool. Ein Stargast. Ach ja? Was macht er da? Dunkle Mächte von Hollywood, hört mich an! Öffnet das Höllenportal, entlasst den Geist unseres Stargasts, Corey Haim! Geschafft! Komm zu mir, Corey Haim, komm durchs Portal! Folge meiner Stimme! Ich komme! Was zum Teufel? Ich bin hier, yay, Casa Bonita, Shamona! Das ist Corey Haim? Nein, du nicht! Du warst durch den Filmklassiker The Lost Boys. Verlorene Jungs? Wo? Ich finde sie. Lasst uns spielen. Suchen wir die verlorenen Jungs, wie Peter Pan. Los, gehen wir zu Platz. Ernsthaft? Und suchen die Jungs. Hihi, Schamone. Harry! Michael Jackson? Corey Haim hat fast deine Schwester entführt. Ernsthaft? Boah, Alter. Und mal wieder hier, Michael Jackson und die kleinen Kinder. Leute, es wurde ihm nie was nachgewiesen. Er wurde vor Gericht sogar freigesprochen, ne? Also, da muss man mal überlegen. Klar, viele Leute sagen, da war Geld im Spiel, aber. Ne, also, es reicht ja heutzutage schon. Och, halt die Fresse, Cartman. Es reicht ja heutzutage schon, wenn man irgendwen anprangert. Irgendwer glaubt das immer, ne? Also. Ach, Gott im Himmel. Auf jeden Fall war er ein Musikgenie, deswegen sage ich euch schon mal, ich werde hier keine Michael Jackson und Pedo-Witze machen. Und jeder, der das in den Kommentaren macht, der fliegt hier gnadenlos raus. So, für diesen Part verabschieden wir uns jetzt aber. Im nächsten Part dann wohl wirklich das Finale. Diesmal wirklich, denke ich. Und ja, wir sehen uns, ne? Haut rein!